Protokoll 56. Gestern Nacht habe ich einen Aufseher der Roten auf unserer Ebene rumlaufen sehen. Er sah aus, als suche er etwas und murmelte vor sich hin. Es gibt zwei Aufseher? Ah, deshalb links und rechts. Rot und blau, natürlich. Ich habe gesehen, wie einer der Jungs in der Kantine einen Kronkorken von einer Flasche Sunset abgemacht hat und dann auf sein Zimmer gelaufen ist. Ich wusste, dass er etwas versteckt, also bin ich in sein Zimmer eingebrochen, als er nicht da war. Und dort fand ich den Kronkorken. Er hatte einen blauen Stern an seiner Unterseite. Ist so irgendwie markiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, wofür. Ich weiß nur, dass ich diesen Kronkorken haben muss. Okay, jetzt ist irgendwo hier. Würde mich freuen, würde ich die noch sammeln. Finde ich halt sehr schade bei dem Spiel, dass es relativ schnell dann egal ist, die zu sammeln. Aber okay. Gut zu wissen. Hier kann man ja voll reingucken. Was ist denn das für ein komischer Raum? Ich will ja... Oh, es gibt zwei. Da muss man ja positiv sehen. Es gibt zwei Aufseherräume. Lull. Okay. Hier ist scheinbar gar nichts. Doch, noch mehr. Boah. Wehe, die nimmt sie nicht. Wehe, die nimmt sie nicht. Ah, die riechen ein bisschen nach Pisse, na? Dann sage ich hier, du wirst jetzt da raus. Ah, da ist er. Woo. Leider nichts mehr. Wie man oben sieht. Leider nichts mehr wert. 194. Ich glaube, sie sind in meinem Kopf. Manchmal höre ich dich Gedanken, die nicht meine sind. Ich denke, die Roten haben etwas mit der Sprechanlage gemacht. Haben sie irgendwie direkt an unsere Gehirne gekoppelt. 206. Was bedeutet das? Warum war da ein blauer Stern unten auf meinen Kronkorken? Stecken die Roten dahinter? Ist das Teil ihrer Gedankenkontrolle? Sie sorgen sicher dafür, dass ich Dinge sehe. Dinge, die da nicht sein sollten. Der Stern sollte da nicht sein. Warum sehe ich einen Stern? Und der verschwindet nicht. Egal wie lange ich die Augen zumache, der verschwindet nicht. Ich will, dass der Stern verschwindet. Wenn du wüsstest, wie viele Leute den suchen. Warte mal, war da nicht irgendjemand? Der die auch gesucht hat? Ah nee, der ist ja gestorben. Der lag ja tot unten. Oh, die armen Menschen. Wieder mal so eine gemeine, böse... Non-safe, yay! Ich meine, so eine böse, Vault. Aber es muss ja irgendwie untergegangen sein, ne? Wahrscheinlich kriegen wir das dann am Ende raus. Oder das ist, weil unten der Schwefel ausgebrochen ist. Dass jemand eine Bombe gelegt hat oder sowas. Ach, ist der einfach offen? Ja, danke. Ach, muss ich mich nicht mehr für arbeiten. Thanks. Da sind Zigaretten. Immer Zigaretten mitnehmen. Ganz wichtig. Okay. Dann speichern wir und gehen zum Elevator. Oder? Warte. Ja, müssen wir. Hier waren wir. Da war nichts mehr. Da war nur das große Ding. Erste Geschoss. Da seid ihr ja wieder. Na, hattet ihr ein schönes Abenteuer ohne mich? Ich nehme das nicht persönlich. Oh, da steht, das ist einer. Sehr creepy. Die ganze Anlage hier ist creepy. Und außerdem, wer schläft denn hier, während hier die Leute sitzen? Boah, überall haben sie das einfach. Sehr seltsam. Wir haben Kronkorken, warum auch immer. Dieser Vault. Hallo. Cook wird uns noch alle umbringen. Die meisten sind gegen Cook. Also, wahrscheinlich sollte ich nicht, ne? So. Also sollte ich ihm nicht helfen. Dann wiederum, sie sind gegen ihn. Vielleicht sollte ich ihn helfen. Einfach, um sie alle zu ärgern. Lul. Vielleicht sterben sie ja dadurch. Mit Zündflamme. 209. Vor ein paar Tagen konnte ich nachts nicht schlafen, blieb wach und las. Als um 1.30 Uhr früh der Entlüfter über mein Bett plötzlich mehr Luft als sonst ausstieß. Es dauerte etwa 5 Minuten. Dann wurde er abgestellt. Ich dachte mir damals nichts dabei, aber gestern Nacht konnte ich wieder nicht schlafen und wieder wurde der Entlüfter um 1.30 Uhr früh etwa 5 Minuten lang eingeschaltet und dann abgestellt. 210. Ich habe in letzter Zeit oft Kopfweh. Ich glaube, irgendwer vergiftet uns. Ich habe diese Woche jede Nacht wach gelegen und Nacht für Nacht kommt ein extra Schwall Luft durch das Entlüftungssystem. Nach etwa 5 Minuten wird die Luft abgestellt. Ich habe mit einem der Nachbarn gesprochen. Er sagt, er habe in seinem Raum dasselbe bemerkt. Wir meldeten die Sache dem Wartungsleiter, von dem wir belehrt wurden, dass das System einwandfrei laufe und kein Grund zur Besorgnis bestehe. Ich glaube ihm nicht. Er steckt sicher mit denen unter einer Decke. Das passiert heutzutage. Das ist das Unheimliche.
Das ist wirklich realistisch. Das passiert heutzutage bestimmt auch immer noch. Bloß anders. Wir werden ja immer noch verarscht. Alleine schon, ich sage immer wieder, Amerika war da was. Da wollten sie unbedingt ein Gesetz durchbringen. Aber die Leute haben zu sehr dagegen gewettert. Also haben sie was anderes groß aufgebauscht und es währenddessen nochmal durchgebracht, sodass die Leute abgelenkt waren. Es ist so billig, aber es passiert jeden Tag. Wir werden jeden Tag so manipuliert und das ist eine ganz einfache Art und Weise. War ja irgendwie auch mal, dass Leute irgendwie bei wenn du Service anrufst, dass sie versuchen, nicht so hilfreich zu sein, damit du aufgibst oder nicht zu schnell rangehen und sagen, oh, sie sind bald dran, damit sie halt weniger zu tun haben und weniger ersetzen müssen. Ist richtig schlimm. Ist alles richtig, richtig schlimm. So. Und nichts mehr für Sarah hier, oder was? Doch. Schön. Und eine Zigarette. Nee, die eine Zigarette, die kannst du mal behalten. So. Das wäre sehr durcheinander hier. Aber wenigstens hier schlängelt sich's alle nur in eine Richtung. Das ist auch gut. Wir nehmen dir, ich nehme euch alle die Karten weg hier. Kernspaltungsbatterie. Warum ist plötzlich 6? War die sonst vorher nicht 5? Oh mein Gott. Da hat jemand gerne geschrieben. Na, 479. Ich traue dieser Ärztin nicht. Sie hat Leibwächter. Welcher Arzt hat denn bitte Leibwächter? Ich habe gesehen, wie die Wächter ihr Essen bringen. Sie scheint ihr Büro nie zu verlassen. Auch nachts ist immer einer davor postiert. Ich frage mich, was sie dort verbirgt. 80. Ich habe mit einem Freund zusammengearbeitet. Er hat versucht, sich in den Computer der Ärztin zu hacken. Aber bislang ohne viel Glück. 81. Hat mich viel Überzeugungskraft gekostet, aber ich habe ihn endlich dazu bekommen, mir zu zeigen, was er auf dem Rechner von Frau Doktor gefunden hat. Er hatte recht, es gefiel mir gar nicht. Die Patientenakten sahen aus wie die aus einer Irrenanstalt. Die Namen der Patienten waren verschlüsselt. Doch einige davon schienen zu unseren Leuten zu passen. Aber wir können das doch nicht sein. Oh, das ist fies. Ich wüsste nichts davon, dass ich verrückt wäre. Ich denke, an sowas würde ich mich doch erinnern. Aber es muss wohl so sein. Das erklärt das Verhalten der Frau Doktor und die Leibwächter. Ich weiß nicht, warum ich mich nicht daran erinnere. Es muss die Ärztin sein. Vielleicht setzt sie uns unter Drogen? Ich muss irgendwie in ihr Büro gelangen. Oh, ist das heftig. Nein. 82, glaube ich, ne? Warte. Ja, okay. Ich wollte jetzt nicht überspringen. Vielleicht bin ich ja verrückt. Vielleicht passiert das alles gar nicht. Vielleicht hat der Krieg nie stattgefunden und vielleicht sitze ich nur in meinem Kopf in der Falle. Oh, 83. War gar nicht so einfach, aber ein paar von uns haben sich zusammengetan und gemeinsam die Leute in der Klinik lang genug ablenken können, dass ich unbemerkt hineinkommen und mich umsehen konnte. Hab Fesseln gefunden und genügend Sedative, um ein Pferd zu töten. Die verwendet sie vermutlich, um uns zu kontrollieren, damit wir vergessen, dass wir nur Schachfiguren sind in ihrem kranken Spiel. Sie hat's rausgefunden. 84. Wir haben die Ärztin heute zur Rede gestellt. Sie weigert sich, uns etwas zu sagen und ließ uns aus der Klinik werfen. Einige von uns sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben versucht, mit dem Aufseher zu sprechen, aber der tat, als wisse er von nichts. Ich nehme ihm das nicht ab. Ich traue ihm nicht. Ich traue überhaupt keinen von denen. Oh nein, was denn hier passiert? Geil! Na du? Cook wird uns noch alle umbringen. Jo, oder ich. Kommt drauf an. Nö. Spielzeugkasten. Spielkugel, nö, hab ich alles. Ich meine, hätte ich ein Kind zu Hause, Skyrim, dann würde ich die Spielzeuge mitnehmen. Aber hier ist jetzt so ein bisschen... Jo, weiter geht's. Lalalala. Huch, hallo? Verdammt, schon wieder keine Kippen mehr. Ich hab Kippen. Frag doch einfach mal. Oh, noch einer. Cook wird uns noch alle umbringen. Okay, sind wir am Anfang? Ja, warte mal. Blauen Sektor. Warte. War das der Weg? Ich bin jetzt verwirrt. Von wo kommen wir? Nee, von hier kommen wir. Was? Wie kommen wir denn zum Office? Hä? Overseer Office, links. Klinik. Waren wir da nicht schon? Ja. Hä? Ah, wo ist denn hier der Overseer? Oder geht es einfach nicht? Ah, hier ist der Overseer, natürlich. Na, aber natürlich. Das heißt, hier drunter... Nee, das ist der andere. Das ist von ihm. Ah,
Hallo, 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 hallo. Ich will da rein. Hier soll ein versteckter Aufzug sein und ich darf nicht. Okay, wir kümmern uns erstmal drum. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um die Quest. Vielleicht können wir danach rein. Gesetzeshüter können sich bei mir auf einen haben. Ja, 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 ganz tougher Guy, ey, du bist schon mega toll. Dann wollen wir mal. Nicht wirklich gerne. Ja, ja. War da noch einer? Oh. Oh, da war an der Seite noch einer. Na dann. Aber scheinbar macht uns das nichts aus. Jetzt bin mal gespannt, ob jetzt hier die Geschichte aufgeklärt wird. Da hinten ist auf jeden Fall was. Aber er kam von hier oben. Mann, ist das gelb und eng. Asian Porn. Entschuldigung. So, nein, ich entschuldige mich nicht. Die müssen sich entschuldigen. Ärger. Ärger ins Gesicht. Asian Porn. Okay. Ah, Hilfe! Er ist so nah! Und die Fresse weg. So, dass er, ich brenne aber immer noch. Ich bin heiß! Ich bin heiß! Seid ihr auch so heiß wie ich? It's getting hot in here, because Sharon ist hier. Boah, cool sieht das aus. Wie Edelsteine oder so. Ah, das haben wir die Bombe gefunden wahrscheinlich. Wir können wahrscheinlich dann eine Bombe anbringen. Und von Weitem sprengen oder so. Aktiviere Mikrokleinstein. Warte. Was heißt denn aktivieren? Die Kristalle auf diesem Stein zeigen, dass ein Kaliumvorkommen in der Nähe ist. Strategisch angebrachtes C4. Aha. Könnte die Höhle. Sehr clever. Versteckt, aber trotzdem da. Könnte die Höhle und die Vault zerstören. Und die Vault? Ausreichend C4 anbringen, um die Höhlen zu zerstören. Ausreichend C4 anbringen, um die Höhlen und die Vault zu zerstören. Und dann weglaufen, als wäre der Teufel hinter einem her. Okay. Dann töten wir einfach alle. Oder was? Ist das gut oder schlecht? Warte mal, die einen wollen sich stellen. Und eventuell überleben. Warum soll ich jetzt alle umbringen? Okay, erstmal gehen wir. Und bringen noch weiter um. Was? Wie böse! Die ganze Wall zerstören? Why? Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hängt fest! Er ist so groß, Mama! Oh, okay. Oh nein! Danke, Ede. Wird schon. Du siehst auch richtig, richtig knusprig aus. Bin Feuer und Flamme für dich oder irgend sowas. Halt. Feuergecko-Haut und... Nee, komm. Lassen wir das. Ah, Nachtpirscher. Liegt hier einfach mal stramm hingelegt. Ich habe mich schon verlaufen. Sieht aber mal schön gelb aus. I like. Aber ich habe mich schon verlaufen. Hier ist gar nichts. Ich gehe mal hier lang. Weil es wurde noch nicht gesagt, dass wir alle getötet haben. Da ist noch einer. Ahaha. Zwei. Zwei sind da noch. Das Geld macht es irgendwie unübersichtlicher. Oh, oh, hi! Hui! Hier hat auch ordentlich ins Gesicht geschossen. Ja, aber das war kein Gecko. Wir sollen auch die Geckos zerstören. Okay, da muss also irgendwo noch ein Gecko sein. Da! Nö. Haben sie dich umgebracht? Oh!
Bam! War sehr ruhig. Ruhiger Hund. Trotzdem tot. Oh, die haben wirklich ein paar umgebracht. Die Pirscher. Na dann, gut gemacht, die Pirscher. Tschüss. Aua, aua. Danke. Hier geht's noch richtig weiter. What the fuck? Oh, da wurde ich aber ordentlich getroffen. Da ist ja was. Okay, okay. Wie sie mal voll auf mich zulaufen und ich kann ihnen schön ins Gesicht hauen. Da ist was. Die Forschungsding, von dem sie geredet haben. Mit, wo man ein, wo sie mit, oh, hier oben. Leiter zum Ödland. Was? Ah, wenn ich weglaufen möchte wahrscheinlich, ne? Aschenbecher. Hauptsache rauchen, ne? Hauptsache rauchen. Was für ein Müll. Okay. Der war aber gut. Der ist über sie rübergesprungen und gewendet auf den... 45. Auf die Treppe. Respekt. Das war echt nicht schlecht. Wir brauchen trotzdem noch einen. Oder kam das und ich habe es nicht gesehen? Hm, okay. Nein. Ganz ehrlich, scheiß auf die. Sollen die mit explodieren? Wird es ein bisschen klebrig. Und riecht vielleicht ein bisschen besser. Okay. Kommen wir jetzt zu den geheimen Räumen. Patronen, warum auch immer. Oh, wow. Okay. Doch ganz anders, als ich dachte. Da, Büro des Aufsehers aktivieren. Aufzug nach Büro des Aufsehers. Okay, machen wir gleich. Das ist ein Aufzug. Ha. Wir haben doch das Passwort. Ist das egal? Und hier ist noch eine Tür. Mit einem Terminal. Hm, sind Erfahrungen, ne? Also wäre schade, wenn wir jetzt hier das Passwort eingeben. Ne, Tagebucheintrag 86. Die anderen sagen dauernd, ich solle mir keine Sorgen machen, aber ich kann es manchmal fühlen. Ich glaube, es ist irgendetwas hier drin bei uns. Dauernd höre ich diese komischen Geräusche. Über meinem Raum. Okay. Ja, ich höre die Geräusche auch. Was ich auch Geräusche höre, wenn ich im Hotel bin, dann höre ich die ganze Zeit eine Frau, die durchgehend gute Laune hat. Und dann ist das einfach nur im Soundtrack drin. Und denke ich mir auch so, hier Schatz, hast du einen Fallout-Soundtrack, den du so gewünscht hast? Yippie! Gleich auf, keine Ahnung, Lied 15. Hat da gerade eine Frau Sex? Ja, bestes Lied, oder? Ah, Hilfe! Ich habe mich getroffen, so schlecht. Wirklich direkt davor. Ich brenne schon wieder. Frohe Weihnachten und so. Der Reaktor ist hier. Systemraum. Oh nein, Veronica! Aua. Ich kriege aber das Feuer ordentlich ab. Egal. Ja, wieder was haben wir geguckt, melden. Operations. Okay, wenn alle tot sind, kann ich ja jetzt wieder einpacken. Oh mein Gott, ist das toll, die Vault. Hier geht's. Wir gehen natürlich in Overseer, bevor wir alles in die Luft sprengen. Macht ja Sinn. Hä? In beide Richtungen geht's? Sind wir einfach... Haben wir das nie mitbekommen, oder was? Tunnel nach Vault 19. Was? Warte. Hä? Ach so, wir sind nach rechts gegangen. Oh mein Gott. Oh nein, das war von Anfang an. Wenn man den langen Weg geht, ist vollkommen in Ordnung.
Ja, dann gehen wir jetzt zu dem Overseer, ne? Was soll's? Ich hab mir noch gedacht, das wird doch bestimmt irgendwas sein, was wir auf jeden Fall schon haben. Okay, Systemraum. Ja, schön viele Server. Benutzt das doch zum Wärmen oder sowas. Ist es eigentlich kälter oder wärmer unter der Erde? Man muss ja die ganze Zeit gelüftet werden, also ist doch bestimmt auch... falls es brennt, wird hier Wasser. Das ist auch nicht so gut. Die Lüftung. Ist hier nichts? Nicht mal versteckt? Bin ich aber nur nicht aufmerksam? Nö. Okay, warum ist hier was? Da, letzte Monster war da. Schon gut. Macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Dann gehen wir mal zum Overseer. Zu einem von beiden. Können wir noch zu dem anderen auch hin? Habe ich die Karte? Ne, 100. Okay. Hab's geschafft. Oh. Von der Seite können wir... Verstehe, verstehe. Aber warum muss ich das jetzt machen? Oh, wir haben doch das Passwort. Okay, bis gleich. So. Ja, ja. Hatten wir das Passwort eigentlich? Schloss öffnen. Okay. Yay, Skyrim. Schneller Weg wieder raus. Bei ihm. Hallo. Überrascht dich das überhaupt nicht? Den gehen wir mal wieder rein, würde ich mal sagen. Super. Hat sich ja richtig... Das war also nur die eine Seite. Haben wir hier schon geguckt? Dann müssen wir eigentlich noch eine andere Seite haben, oder? Mal schauen. Dafür haben wir die Map. Wir können raus? Wo kommen wir denn raus? Irgendwie will ich das wissen. Aber... Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es keinen anderen. Erste Ebene. Na, okay. Machen wir jetzt erstmal das kaputt. Ich möchte nicht, dass die Vollidioten Schwefel in die Hand bekommen. Und daher... Na komm, wenn wir schon mal hier sind. Hä? Da waren wir doch. Oder auch nicht. Ranch House, doch. Aber da waren wir scheinbar noch nicht. Da brennt was. Doch, das ist direkt hier um die Ecke. Und ziemlich eindeutig. Wow. Naja. Ich hoffe, ich kann noch das andere... das ist mir gerade wichtig. Den anderen, das... Dabei haben wir noch gar nicht den Overseer. Wir haben noch nicht einen Overseer-Raum gefunden, oder? Ach doch, die beiden. Schon gut. Die Overseer-Räume sind die langweiligen. Ah ja, ich bin zu doof. Ja, 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 ja. Ihr habt recht, ich hab Unrecht. Müsst mir jetzt nicht schreiben. Ja, ich habe irgendwas anderes erwartet. Ich weiß nicht was. Natürlich haben wir die beiden schon. Wir konnten bloß noch nicht unter den anderen unter. Das war's. Okay, okay, okay. Schauen wir mal. Wir sind falsch. Ede, Veronica, ihr könntet ja auch irgendwas mal sagen und mir sagen, dass wir falsch laufen. Ich meine, wir reden hier nicht. Das ist nicht gut. Kein Aus... Ne, warte. Wir haben überhaupt keine... Kommunikation. Warte. Ne, kommen wir von hier jetzt oder nicht? Okay. Puh, aber wenigstens mal ein bisschen gelb. Auch nice, I guess. Nee, ich mache nur ihn kaputt. Alles kaputt zu machen, ich verstehe nicht warum. Die Vault ist zwar kacke und ich weiß nicht, was passiert ist. Wahrscheinlich haben sie sich alle umgebracht, aber ich sehe keine Leichen. Aber
Ich habe mich so verlaufen. Aber wir sind hier richtig, das weiß ich noch. Einfach den Leichen folgen. Nee, ich weiß nicht. Macht keinen Sinn, den Vault kaputt zu machen. Vielleicht wird es ja besser, wenn wir das hier zerstören. Ich glaube, es ist besser, wenn wir es zerstören. Wenn wir jetzt nämlich Cook helfen, wird er die RNK angreifen. Und wahrscheinlich am Ende beim Staudamm. Das heißt, wir sind ja noch RNK für die RNK. Also, wenn wir uns entscheiden müssen zwischen Legion und RNK am Ende beim Staudamm, dann bin ich für die RNK. Also müssen wir das hier entfernen. Sie benötigen der Fertigkeit Sprengstoffe mindestens 60. Oh, 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 nein. Was haben wir denn? Was ist meine Fertigkeit? Dann müssen wir sowieso später machen. Sprengstoff. Kommen wir nur auf 47. Wir können nicht zweimal rauf. Das ist natürlich jetzt blöd. 60. Habe ich irgendetwas, wo man mit 10 mehr kriegen kann? Weil 3 kriegen wir noch beim nächsten Level. Wieso haben wir überhaupt Plus in diesen Sachen? Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Haben wir irgendwelche Gegenstände an? Die Kampfrüstung? Nein. Sklaventuch haben wir immer noch an. Super, da haben wir gekämpft. Warte mal, was macht denn da Plus? Huch. Vielleicht von den Bomberleuten. Deshalb mussten wir sie nehmen. Aber das habe ich nicht gesehen. Sprengstoff Plus? Hatten wir das? Und ich glaube, mehr als ein Heft kann man nicht lesen. Was Sinn macht, was Sinn macht. Ist ja nur zum bisschen helfen. Warum haben wir denn da Plus? Haben wir das immer noch jetzt? Schleichen plus. Oh, ja. Sprengstoff 5. Das. Weil das. Deshalb hat er das angehabt. Das Sklavending ist von denen. Was? Warte. Sklaven? Wahrnehmung plus. Sprengstoff. Also müssen wir Sprengstoff jetzt mindestens 5 erhöhen beim nächsten Level. Und dann suchen wir irgendetwas, was Sprengstoff erhöht. Aber gibt es irgendwas, was Sprengstoff um 10 erhöht, ist die Frage. Jo, dann können wir uns ja noch Gedanken darüber machen. Dann hat sich das ja erledigt. Dann gehen wir jetzt einfach raus, ohne mit den anderen zu reden. Und tun, als ob es nie gewesen wäre. Das ist ja mal ein Cliffhanger. Okay, als ob nichts passiert wäre. Also, wir finden schon noch was. Ich will jetzt nicht wieder hochgehen, nur um eventuell Bomberrüstung hier zu finden oder sowas. Vielleicht haben die das nämlich. Das könnte gut sein, weil man kriegt hier ja fast alles, was man braucht. Aber warum? Ich dachte, ich hätte das C4 jetzt. Jetzt sagt er, nö. Du bist zu dumm. Aber interessant, weil wir hatten bisher, muss ich zugeben, immer recht viel Glück und konnten uns immer irgendwie durchmogeln durch das meiste. Und jetzt nicht. Auch mal etwas. Da wird man auch so ein bisschen mal auf die auf die Tatsachen, wie heißt das? Die Boden der Realität Tatsachen zurückgeschleudert und verprügelt. Oder irgend sowas. Okay, wo war denn jetzt der Ausgang? Oh mein Gott. Ich verlaufe mich so häufig. Das ist ja da. Im Osten. Hier rüber. Nein. Doch. Hauptsache Genossen. Und wir haben die ganzen Viecher getötet. Und er wird jetzt einmal lange warten, bis... können wir nicht vorher sagen, ja, wir haben es getan und danach sie explodieren lassen? So, dass wir beide Quests abschließen können? Na, mal schauen. Yay, Schwefel. Hat nie jemand entdeckt hier. Voll versteckt. Woo. Dann müssen wir jetzt auf 60 kommen. Aber ich benutze so gut wie nie irgendwie Bomben oder so. Naja, was ist das denn?